Oh, die schönen Blumen. Ah! Jetzt habt ihr es doch fallen lassen, Ritter Knickebein. Schneeweißchen hat ein Täubchen und Rosenrot ein Lämmchen. Und jede hat ihr eigenes Rosenbäumchen. Das Bäumchen mit den weißen Rosen gehört Schneeweißchen und das mit den roten gehört Rosenrot. Er frisst mich! Hilfe! Hilfe! Oh, Maritta! Komm, Knickebein! Komm, du komm schon, komm! Mit einem so langen Bart. Und der war in einen Baumstamm eingeklemmt. Er konnte nicht heraus. Wer, der Zwerg? Nein, der Bart. Wein doch nicht. Vielleicht will der Bär lieber in den Wald zurück. Aber ich habe ihn doch so lieb. Und der Bär mag mich auch. Aber dich darf ich doch streicheln, oder? Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen, das hatte jedermann lieb, der es nur ansah. Die wusste gar nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Immer wieder fand sie etwas Hübsches für ihre kleine Enkelin. Und weil ihm das so wohl stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur noch... Rotkäppchen! 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 Gib mir bitte nicht so viel, ich kann gar nicht so viel vertragen. Die Milch kocht über. Nimm sie doch weg, schnell, schnell! Ja, ja! Aua! Das kann ja lustig werden. In ein paar Minuten stehen die anderen auf. Nimm nicht so viel Teig. Ich gehe jetzt und weck die anderen. Wiedersehen, Mutter. Flick! Ja, wo ist denn dein Beil? Hä? So, jetzt aber hopp, 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 hopp! Ui, sind die aber schön. Hier die gelbe. Und da die rote. Und hier die blaue. Guten Tag, Großmutter. Dass ich dich besser fressen kann. Ich habe doch geglaubt, Rotkäppchen ist draußen. Das hat er doch gesagt. Und die Stimme? So hat er gesprochen. Großmutter, ich bringe dir Kuchen und Wein. Mach auf. Und ich höre doch so schlecht. Einzelmännchen eigentlich aus? Käthe, sind meine Schuhe auch schon fertig? Natürlich, Meister Kringel. Ihre Stiefel sind auch dabei. Ich hole sie gleich rüber. Eigentlich habe ich ja Angst, wenn ich abends in den Wald gehe. Hm. Aber die Tiere tun mir sicher nichts. Ich möchte so gerne ein kleines Reh finden. Glaubst du, wir sehen eins? Vielleicht. Oder einen Hasen. Oder eine Eule. Weißt du, eine mit so großen Augen.
Ich gehe jetzt nicht mehr weiter. Jäger, führ mich zurück. Bringst du mich jetzt nach Hause? Schneewittchen, du darfst nicht ins Schloss zurück. Ich soll allein in dem dunklen Wald bleiben. Ich finde nie mehr zurück. Jäger, führ mich aus dem Wald heraus. Sie hat mir befohlen... Was? Sie hat mir befohlen... Nun sprich doch endlich!